So, na gut, das nächste Spiel gegen Liverpool im Carabao Cup. Wir schauen uns kurz den Kalender an. Geht dann nämlich gleich weiter gegen West Brom und dann haben wir eine Woche Pause. Drum werden wir eigentlich schon top auftreten, aber mit kleinen Änderungen. Gegen Liverpool erwarten wir uns ja eigentlich leider nicht viel, denn Liverpool hat uns ja schon einmal jetzt abserviert. Daneben. Alvarez hat sicher gute Leistungen schon erbracht. Und Zauner. Salambili, und Baker. Kann nochmal pausieren. Sein noch nicht ganz fitten Brand. Dann halt ein Jorge. Und ein apathischer Ferrer. Ja, so werden wir es ungefähr lassen. Das ist jetzt ein Mix-Mix. Aber gegen Liverpool muss das nicht reichen. Natürlich wäre es schön, wenn es reichen würde. Na gut. Los geht's hier in der Anfield Road. Im Carabao Cup. Und natürlich, was erreicht werden will. Liverpool ist ja nicht so unser Lieblingsgegner. Cup-Finale ja schon verloren. Eben den Carabao Cup. Never walk alone. Never walk alone. Liverpool, ja, mein Lieblings-Premier League Club, wie schon erwähnt. Keita. Meier. Gut, Eckball. Meier sagt, da muss mehr kommen. In der Defensivarbeit. Kramaric auf Son, aber der kommt nicht ganz an. Ganz geil. Der kommt schön an. Oh mein Gott, was für ein Traumpass von Barrett. Oh mein Gott, dass der noch drin ist. Aber Taylor bringt unsere Mannschaft mal in Führung. Aber Kramaric, der hat sich da jetzt nicht ausgezeichnet. Der Pass von Barrett war ja natürlich Weltklasse. Weltklasse Pass, der hat die ganze Abwehr ausgehebelt. Aber diesen Schuss muss man machen. Und da hat man Glück, dass Taylor die Ruhe bewahrt, dass sich da ein Verteidiger dazwischen schmeißt, und da war jetzt viel mehr Glück als Verstand dabei. Aber nach einem verdienten Weltklasse-Pass, aber auch natürlich nach einer nicht so guten abgeschlossenen Aktion von Kramaric. Und Barrett. Foul von Kramaric. Kramaric, was ist mit ihm los? Ja. Steht derzeit auf der Abschlussliste von uns, also Roche. Und er spielt ein anderes Exeter als damals gegen Liverpool. Und Kramaric. Wieder. Meier. Ganz routiniert schon, auch in seinen jungen Jahren. Steht er etwas vom Abwehrchef. Auch an Janschke natürlich. Einer, den man einfach veräppeln kann. So, Gomez. Jetzt mal vor vom MG Williams, und das bringt natürlich Taylor in einen Versuch, die Möglichkeit hier einen Schuss anzubringen auf das Tor von Liverpool. In Liverpool läuft es auch nicht in der Meisterschaft noch so ganz rund. Wir haben uns jetzt ein bisschen da fangen natürlich.
Wow, wunderschön gemacht. Ausgleich. Vinenado, Hammer-Tor. Barrett, wieder schöner Pass. Taylor macht den Laufweg auch gut. Oh, das tut weh, Taylor. Natürlich auch eine Chance, die man verwerten muss dann. Gerade bei uns, wo das Verwerten nicht so nach Plan läuft. Immer. Alvarez. Und Barrett liefert einen sehr, sehr starken Auftritt hier. Im Debüt in der Kampfmannschaft. In einem Cup. Also von Start auf. Debüt. Da liegt Taylor. Son. Er liegt weiterhin. Ein Haken, zwei Haken. Meier muss ausbügeln. Taylor, der ist verletzt. Der wird nicht mehr lang weitermachen können. Bis zur Halbzeit wieder das durchhalten müssen jetzt, denn bis dahin wollen wir eigentlich nicht wechseln. Und William Adam. Und das war's, zu sein. Williams. 2:1. Okay, Schmidt. Dem vertrauen wir ja einigermaßen hier, um gegen Liverpool hier vielleicht ein bisschen was zu bewirken. An sich das Spiel nicht schlecht. Defensiv aber halt wieder ein bisschen Mangelware beim Attackieren. Er zeigt wahrhaftig sehr stark auf. Und er zeigt wahrhaftig gar nicht stark auf, Kramaric. Sondern auch eher heute nicht so anwesend wie sonst. Versucht viel. Gelingt wenig, sagen wir es mal so. Kramaric versucht es nicht mal wirklich. Und wenn er es versucht, gelingt es ebenfalls nicht. Das war Ludwig. Und jetzt hat Barrett Platz. Und das... Ja. Fällt ihm schon mal, dass er da Platz hat. Abgefetscht. Kramaric, Versuch in die Mitte. Ja, das Pressing klappt gegen Liverpool. Natürlich nicht so wie gewünscht. 2:1 ist natürlich kein verlorenes Spiel noch. Allerdings muss man das auch mal drehen können, erst gegen Liverpool, wie gesagt. Gegen Liverpool ja nicht die beste Statistik bis jetzt. Exeter. Schön. Schmidt den Schritt zu langsam. Und das ist so Alvarez. Was macht Kramaric? Gar nichts macht er da. Wieder Gomez. Klärt wieder vorhin. Also. Son! 2:2. Und die Eingabe von Ferreira, schön. Da zeichnen sich, glaube ich, die Reserve jetzt besser aus heutzutage schon als der Rest. Natürlich Son auch gut durchgemacht, ja. 2:2, 50. Spielminute im Carabao Cup. Und das im Viertelfinale, glaube ich, sind wir ja mittlerweile schon. Und wie wir wissen, ist der Carabao Cup eine Möglichkeit hier, international einzusteigen. Und international, da wollen wir uns ja auch präsentieren, haben uns schon präsentiert, gut, wie ich finde, als Gruppensieger. Oh, schön, gut, nicht so gut geklärt allerdings.
Acosta. Und das war eindeutig ein Elfer. Das hat Ferreira jetzt nicht gut gelöst. Elfmeter für den FC Liverpool, den Willian Haltum treten wird. Linz, fühlt er sich bereit für diesen klaren Fall? Ja. Willian Haltum macht das natürlich fast schon ohne Wenn und Aber. Und Rossi, der bekommt jetzt eine Spezialaufgabe. Er wird in den Sturm eingesetzt, das hat er ja schon gemacht, letztes Jahr ein paar Mal in der Reserve. Ferreira, so gut er die Flanke geschlagen hat, umso schlechter hat er diesen Zweikampf jetzt absolviert. Es gelingt nicht viel noch hier hinten. Coutinho. Schön. Ja, Barrett, der ist ganz sicher hier. Oh, Rossi. Rossi, der ist nicht so sicher hier heute und das hat man schon beim ersten Ballkontakt gemerkt, natürlich auch einige vom Rest an Sonnen. Ein Koke. Und der Coutinho zieht da ein bisschen Rocher jetzt ab. Vielleicht auch eine oder zwei liegen zu hoch noch. Der FC Liverpool. Barrett. Wieder Platz. Platz und das haben wir jetzt schon gesehen, dass Maga, wenn er Platz hat, kann er viel schon damit anfangen. Und sein Pass kann er halt nicht viel anfangen. Wechsel sind durch. Wir schalten auf sehr offensiv von mal. Janschke jetzt auch weit vorne, Alvarez gut. Geblockt. Keita, auch verletzt jetzt bei Liverpool. Rocher, das war wichtig, der war wichtig. Wechselempfehlung. Wir wechseln jetzt Garnier ein, der ist für mich noch eine wahrhaftige Möglichkeit, hier davon was zu bewegen. Ja, Rossi eine Klette, aber es hat leider jetzt nicht viel gebracht, dass er so eine Klette war. Und da ist keiner bei Koke. Jetzt wird es halt mal hier richtig offensiv werden. Sieben Minuten noch. Noch ist man ein Tor hinten. Rossi. Das gibt einen Eckball. Das ist gut, dass es hier einen Eckball gibt. Und er ist drin. 3:3, Rocher. Glücklich, aber doch.
Barrett, eigentlich diese Flanke nicht so gut aussehen. Zauner in die Mitte, abgeblockt vom Verteidiger, genau zu Rocher, der rutscht rein und der rollt dann irgendwie noch ins Tor. Also eine Kombination von drei Reservisten, drei Reservekicker zeigen Liverpool, wenn man einen Last-Minute-Treffer noch verwandelt. Das hat jetzt düster ausgesehen für uns. Und Verlängerung. Na gut. Barry, 1-0 noch von 75. Minute, Brentford 2-2, Sheffield. Ja, viele Außenseiter eigentlich noch dabei. Also Liverpool wirklich eine der stärksten hier noch. Aber präsentieren uns gut, ja. 3-3. Üblichen Fehler. Oh, Garnier. Vielleicht merkt man ein bisschen, dass die da müde sind und die aus der Reserve ein bisschen frischer. Boah, das war eine schöne Annahme und eine schöne Zurückeroberung und auch ebenfalls wieder eine schöne. Ferreira, kein Problem. Oh, Sanchez noch gerade vor Schmidt. Nach Liverpool wird jetzt ein bisschen offensiver werden. Die haben da, glaube ich, mehr Pflichten zu erfüllen als wir. Und die 120. Minute, auf die werden wir gefasst sein, denn die jetzt in sich gehabt im Liverpool-Match. Schmidt, Barrett. So, erste Verlängerungspause ist um. Ich gehe jetzt in die zweite Hälfte. Ja, Spieler sind schon müde. Die Kraft zehrt natürlich. Aber Elfmeterschießen, das will hier, glaube ich, keiner. Jeder will es hier entscheiden. Sehr schön. Fünf Fouls mittlerweile hier. Liverpool nur eins, ja. Spricht irgendwie auch für uns. Oh, kriegt keiner mehr. Eckball, es gibt den Eckball. Alle hinten. Auch Garnier. Und der rennt jetzt ganz allein, Garnier. Ganz allein. Da kommt nicht viel mit. Oh, und die Flanke, die war auch nicht wirklich. Gomez. Coutinho. Roche. Wijnaldum auch gut jetzt hier. Also Weltklasse-Fußball, was jetzt in den letzten 10 Minuten hier gezeigt wird. Klares Foul. Klares Foul. Dieses Foul muss man geben. Oh
mein Gott, Firmino! Elfmeterschießen. Huch. Das wird unsere Liste sein. So wird geschossen. So vertraue ich ihnen, ja. William Adam fängt an. Der hat schon geschossen einen Elfmeter in dem Spiel. Und welche Ecke wird es jetzt? Es wird dieselbe Ecke und Linz hat es erraten. Modric. Ludwig. Barrett jubelt, das ist gut. Oi, 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 Firmino. Der wird hoffentlich nicht so jubeln, denn... Und links, zweite Parade hier. Coutinho. Konzentration natürlich auf Coutinho, auf Coutinho. Der wird sich jetzt hier... Ah, da kann Linz jetzt nur nachschauen, Coutinho trifft. Gar nie. Auch sicher. Schmidt, das ist schon einer der wichtigen. Das ist schon einer der wichtigen. Lacoste, der ist wichtig. Wenn der jetzt daneben geht. Keita, der muss natürlich auch sitzen. Ist es! Exeter kommt weiter! Linz, der Held des Tages! Elfmeter schießen gewonnen gegen den FC Liverpool. Jürgen Klopp, schütteln wir nur die Hand, wünschen alles Gute. Danke und viel Erfolg. Das war's mit dem Liverpool-Match. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, und dann ciao!